Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich im Lottotreff Rheinland-Pfalz zur Pressekonferenz der Regionalliga-Begegnung VfL Wormatia Worms gegen TuS Koblenz. Ich begrüße insbesondere die beiden Trainer von TuS Koblenz, Patrick Sander und Steven Jones von VfL Wormatia. Ich begrüße auch die anwesenden Pressevertreter. Wir wollen gleich in die Spielanalyse einsteigen. Herr Sander, bitte Ihr Kommentar zum Spiel. Müssen wir das wirklich machen? Also ich glaube, das wird lange dauern. Ich glaube, ich fasse es mal vielleicht relativ kurz zusammen. Für beide, wir haben uns im Hinspiel unterhalten und haben gesagt, wenn am letzten Spieltag wir nach Worms fahren und beide Vereine brauchen keine Punkte mehr, dann haben beide Vereine, beide Mannschaften, das ganze Umfeld sensationelle Arbeit geleistet. Und das muss man erstmal festhalten. Ich sage für uns als Aufsteiger, natürlich will man nicht mit so Negativerlebnissen dann in das vielleicht wichtigste Spiel des ganzen Jahres gehen. Deswegen wollten wir ja schon unseren sechsten Platz verteidigen, aber ich habe jetzt so ein bisschen durch die Blume gehört, dass es bei euch auch noch um was ging. Also das ist alles legitim und ich glaube, um auf das Spiel zurückzukommen, wenn man so ein Spiel beginnt und da steht schon 2-0 für den Gegner, dann ist es zu spät. Und das haben wir gemacht. Also wir waren die ersten 10 Minuten, waren wir, weiß nicht, wo wir waren, aber nicht auf dem Platz. Einfachste, elementarste Fehler, ein einfaches Einrücken eines offensiven Mittelfeldspielers, der einen linken Fuß hat von der rechten Seite. Ich meine, klar sagen alle, Arjen Robben macht das auch. Und es ist nicht zu verteidigen, aber da muss man doch einfach mal den Laufweg zustellen und nicht nur sagen, lauf doch an mir auch noch vorbei und dann schieß aufs Tor. Das ist zum ersten Tor. Beim zweiten Tor ein langer Ball, 100.000 Mal im Training. Stürmer lässt sich fallen, spielt den Ball nach außen und dann träumt man irgendwo auf der Außenbahn rum und rennt dann hinterher und zum Schluss spielt man noch Handball. Also, ja, das war so das Spiegelbild unseres Auftretens in den ersten 10 Minuten. So, und dann aber, und das muss man auch mal festhalten, dreht sich das Spiel, beginnt so ein Kopfball vom Stalin nach einer Ecke, dann hat der Treske gesagt, okay, ihr könnt auch mal alleine aufs Tor laufen, und spielt uns den Ball zu, und dann muss man einfach solche Geschenke annehmen. Wir sind hierher gekommen, das war Weihnachten, Ostern zusammen, wir waren schön, die Weihnachtsmänner und die Osterhasen, und haben die Geschenke abgeliefert, und als dann diejenigen, die beschenkt wurden, gesagt haben, na komm, dann trinken wir jetzt einen Kaffee und Kuchen. Und dann haben wir gesagt, nee, das wollen wir auch nicht. So war das. Ja, das hat dann nichts mit Fußball zu tun. Und ich weiß nicht, wie oft wir in der gesamten Saison, ich meine, wir haben noch nicht die Armada an und haben 100 Tore geschossen, aber das hat man halt gesehen, warum. Wir sind, ich weiß nicht, in der ganzen Serie, glaube ich, 20 Mal, mit Sicherheit 20 Mal, allein auf den Torwart gelaufen. Und von den 20 Mal haben wir es in fertig gebracht, dass der Torwart vielleicht zweimal musste halten. Weil den Rest musste nicht halten, weil wir aufs Tor nicht getroffen. Dann drüber geschossen, vorbeigeschossen. Das ist lustig für Sie, ist lustig für mich nicht. Also ich will hoffen, dass wir beim 21. Mal am Donnerstag gegen Trier im Pokalfinale das Tor machen. Also nichts irgendwie in Richtung Schiri oder sonst irgendwas. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen und damit genug zu tun. Wir haben es dann versucht in der zweiten Halbzeit und ich glaube, klar, wenn man dann so ein bisschen aufmacht, dann stellt Kuhn auf Dreierkette, kriegt einen Elfmeter noch, wieder einen und der wird dann verschossen, dann schnuppert man schon so ein bisschen dran und zum Ende hin, naja, dann muss es eigentlich 2-2 stehen, wo wir den Kopfball ja, nicht reinkriegen. Okay, wir nehmen das einfach jetzt so hin und zur Kenntnis und glaube trotzdem, dass man auf der Seite von Koblenz mit einem 8. Platz als Aufsteiger sehr, sehr zufrieden sein kann und ich bin weit davon entfernt, jetzt meine Mannschaft irgendwie in die Ecke zu stellen oder ihr irgendwas vorzuwerfen. Geht sowieso nicht, weil wir, und das betrifft ja auch beide Vereine,
am Donnerstag wirklich ein extrem wichtiges Spiel haben. Und darauf gilt es jetzt, sich zu konzentrieren. Und das werden wir tun. Euch Glückwunsch nochmal zum Platz 6. Und ja, auch viel Erfolg am Donnerstag. Man sieht sich. Vielen Dank. Das Ihnen auch von mir nochmal Glückwunsch zum 2:1-Sieg und zum 6. Platz. Ja, bitte dein Kommentar zum Spiel. Ja, danke, 6. Und der Wahnsinn ist, es ist tatsächlich so, dass wir ab Platz 6, also die Mannschaft nochmal eine Sonderprämie ausgehandelt hatte vor der Saison. Jetzt ist es ja so, wir haben ja die ganze Saison nicht im Ansatz in den Regionen gespielt. Und ich glaube, die Jungs, und die sind so anständig und bodenständig und charakterlich gut, die hatten Angst, dass wenn sie die Prämie verdienen, dass das am Etat der nächsten Saison weggenommen wird. Und deswegen, glaube ich, haben sie dann euch in der ersten Halbzeit noch das eine oder andere Mal eingeladen, ja, um das zu verhindern. Ihr habt es nicht angenommen. Jetzt laufen wir der Gefahr, dass es tatsächlich in der neuen Saison irgendwo abgeknappt wird. Ich hoffe nicht. Ich habe einen Frank Schmidt da hinten gesehen. Das war unser Plan. Ja. Nein, nein, das wird nicht passieren, oder Tim? Frank? Nein, da werden die Sponsoren schon gerade stehen und... Danke, die Saison ist noch nicht rum, deswegen auch nicht allzu viel Dank, aber danke an alle, die dazu beigetragen haben, dass es eine gute Saison ist. Und jetzt, ich habe der Mannschaft auch gesagt und ich spüre, dass es auch so ist. 6. Platz ist schön, 6 ist schön, hätte ich fast gesagt. Der 6. Platz ist schön, aber am Ende des Tages wollen die Leute Gewinner sehen. Und wir haben beide die Möglichkeit, am Donnerstag richtige Gewinner zu sein mit dem Pokalfinale und darauf brennen wir jetzt, das wollen wir 100% angehen, die Jungs sind heiß, das ist das Highlight, da kannst du nur Geschichte schreiben und das wollen wir diese Saison tun. Danke für eine tolle Saison, ich hoffe wir sehen uns Donnerstag, ciao. Und euch auch alles Gute. Gibt es Fragen der Presse? Du hast Patrick Auer ausgewechselt. Gab es da Verletzungsgründe oder Vorsichtsmaßnahmen oder wie ist da der Stand der Dinge? Ja, das ist kurz vor der Halbzeit im Zweikampf, hat sich verletzt, hat eine Beckenprellung, kann sein Bein nicht anheben oder schwer anheben, deswegen konnte er auf keinen Fall weiterspielen und wir hoffen, dass wir ihn bis am Donnerstag hinkriegen. Du hast ja auch den Kampf um die Startplätze für das Finale ausgerufen, so dann zurückrotiert dann die Stammelf rein. Was hat das Spiel heute, vielleicht auch das Spiel am vergangenen Samstag für Erkenntnisse in der Hinsicht gebracht und was kannst du sonst zum Spiel am Donnerstag schon mal sagen, wo jetzt natürlich alle Augen drauf gerichtet sind, auch zum Gegner vielleicht ein paar Worte. Also zu dem Thema, also die ersten 15 Minuten haben sich alle in die Mannschaft reingespielt. Und dann haben sie sich 75 Minuten lang wieder rausgespielt. Deswegen hat jetzt jeder die Chance, auch im Training nochmal sich zu beweisen für das Finale. Ich denke trotzdem, dass es wichtig war, dass wir rotiert haben. Auch jetzt ein Enis Aidi dann heute mit dem Tor sich belohnt hat, dieses Selbstvertrauen hat. Straubi hat das Selbstvertrauen, Ricky sowieso. Von daher haben wir da insgesamt, hat uns das schon gut getan, auch zu rotieren. Im Hinblick auf Morlautern. Die müssen wir ernst nehmen, absolut ernst nehmen. Ich kann mich erinnern, dass wir als Oberligist 2007 gegen Regionalligist gewonnen haben. Ich weiß, wir sind Favorit, wir brennen auch auf den Titel, aber es ist Fußball. Wir haben Morlautern, glaube ich, jetzt 4-5 Mal beobachtet. Wir nehmen die absolut ernst. Wir wissen, wie schwer es war, überhaupt in dieses Finale zu kommen. Auch alles gegen Oberligisten, war ein harter Kampf. Und wir werden das auf keinen Fall unterschätzen, aber wir sind, und das kann ich heute garantieren, wir sind brutal heiß auf den Titel. Mehr kann ich nicht versprechen. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist
ist nicht der Fall. Dann sage ich Ihnen nochmal die Endergebnisse des heutigen Spieltags. Der VfB Stuttgart 2 schlägt Kickers Offenbach 2:0. Waldorf gewinnt gegen Ulm 2:1. Saarbrücken schlägt Kassel 2:1. Pirmasens gewinnt gegen Steinbach 2:0. Watzenbaum, Steinberg unterliegt dem FC Homburg 2:4. Nöttingen schlägt Kaiserslautern 2:4:0. Eintracht Trier unterliegt Waldhof 0:1. Und Hoffenheim, Stuttgarter Kickers endet 0:2. Ich darf mich bei Ihnen recht herzlich bedanken, Herr Sander, Ihnen eine gute Heimfahrt und auf meiner Seite am Donnerstag viel Erfolg beim Endspiel. Steven, dir natürlich und deiner Truppe alles Gute. Ihr habt die tolle Leistung geschafft, jetzt in 11 Spielen unbesiegt zu sein. Jetzt machen wir das Dutzend voll. Alles Gute und viel Glück für Pirmasens und das Spiel gegen Urlaub dann. So, dann. Damit ist der offizielle Teil der Pressekonferenz beendet. Wir haben aber wie immer noch ein Spielerinterview und heute begrüße ich hier oben Alan Stulin. Hallo Alan, ich grüße dich. Du hattest heute eine schöpferische Pause gehabt. Ja, was machen wir jetzt, um diese tolle Stimmung nach dem feststehenden Sieg und feststehenden sechsten Tabellenplatz noch zu steigern? Wir fragen dich einfach mal, wo spielst du in der nächsten Saison? Ja, ich habe noch für ein weiteres Jahr für Romatia mich entschieden. Lieber Alan, wir freuen uns alle sehr. Du hörst es am Applaus. Du bist ein wichtiger Spieler für uns in der Defensive, aber auch mit deinem Offensivdrang über die Außenbahn. Und du passt auch nicht nur sportlich, sondern menschlich in diese Mannschaft. Wir freuen uns alle, dass du auch verlängert hast. Vielen Dank. Ja, dann natürlich nochmal die Frage mit dem Blick zurück auf die Saison. Wie beurteilst du denn jetzt so den ganzen Saisonverlauf? Ja, wir können eigentlich zufrieden sein mit der Saison. Leider, also ich denke, es wäre vielleicht mehr drin gewesen, wenn wir gegen die Mannschaften gewonnen, wo wir unten stehen. Aber wir müssen auf jeden Fall am Donnerstag das Spiel gewinnen. Dann, glaube ich, kann man zufrieden sein. Wie ist denn die Saison jetzt für dich persönlich gelaufen, wenn du das mal aus deiner eigenen Sicht für dich, auf dich bezogen beurteilst? Ja, als Spieler ist wichtig, dass man gesund bleibt. Ja, ich hatte eine Zerrung, ja, und da bei einem Spiel nicht mitspielen. Und was zu viel war, waren die gelben Karten. Ja, 10, das sind schon viel. Ja. Ich versuche es nächste Saison besser zu machen, weniger. Aber es geht immer besser. Ja, aber mit 4 Toren und 5 Torvorlagen finde ich das okay für die Saison. Ja, jetzt steht natürlich das Pokal-Endspiel an und ich denke mal, da seid ihr alle heiß drauf und auch alle gespannt. Wie geht das die Mannschaft an? Wie ist ja, das der Mannschaft? Das Thema Nummer 1 bei uns in der Kabine auch, ja, und man merkt es auch im Training, ja, da ist Feuer drin, da will sich jeder nochmal beweisen, zeigen, ja, um am Donnerstag zu spielen, ja, und man merkt es auf jeden Fall im Training. Geht man so ein Endspiel anders an wie ein übliches Meisterschaftsspiel? Ja klar, das ist halt nur ein Spiel, ja, da kann man nichts besser machen, nächstes Mal, nächsten Samstag. Ja, und deswegen ist es für uns eine Aufgabe, auf die wir uns freuen. Wir wissen, dass wir Favorit sind und auf jeden Fall können wir alles geben, um den Pokal zu holen. Ja, Alan, das wünschen wir natürlich dir und der ganzen Mannschaft, dass ihr da erfolgreich seid. Ich denke, die Unterstützung ist riesengroß. Es fahren unwahrscheinlich viele Wormser mit, die euch und alle unterstützen werden. Und wir hoffen natürlich, dass ihr das dann auch das Spiel erfolgreich gestalten könnt. Dazu nochmal alles Gute und vielen Dank, dass du jetzt nochmal für die kurzen Fragen da warst. Danke auch. Alles Gute. Danke.